Ein idyllisches Platzerl am Traunsee und feinste Haubenküche. Das Bootshaus in Traunkirchen steht zu Recht ganz oben auf der Liste der besten Lokale in Oberösterreich. Zum 5-jährigen Bestehen machte Haubenkoch Lukas Nagel der Familie Gröller ein ganz besonderes Geschenk. Genau am Tag der Jubiläumsfeier wurde er vom Gourmetführer à la carte mit 4 Sternen und 94 Punkten zum besten Koch im Lande gekürt. Zur Routine wird das nie, es ist immer wieder schön, wenn das honoriert wird, was man macht übers Jahr, übers tägliche Geschäft, und da gehört nicht nur der Lukas Nagel dazu, da gehören ganz, ganz viele andere Personen dazu, die in der Vergangenheit da waren, die jetzt da sind, aktuelle Mitarbeiter, also da möchte ich denen auch nochmal herzlich danken. Ja, wünschen tut man sich und Drama tut man davon, aber dass dann auch wirklich hinhaut, das ist eigentlich der Fleiß von vielen, vielen Menschen, ne? Und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Lukas Nagel ist übrigens von Anfang an mit an Bord. Man kommt immer mehr auf den eigenen Weg, also man findet immer mehr seinen eigenen Weg, man definiert sich immer genauer, immer fokussierter, noch produktfokussierter heißt eigentlich noch genauer zu arbeiten, und ja, so wie es mir Spaß macht, so wird es auch schon langsam. Für die Geburtstagsparty hat sich der Küchenchef des Bootshaus 5 weitere Spitzenköche aus aller Herren Länder eingeladen. Wir haben heute 5 Gastköche eingeladen, die meisten aus den schönen Restaurateurs, aus unserer Vereinigung. Wir wollten eben 5 Jahre mit 5 Gastköchen feiern aus 5 verschiedenen Ländern. Das haben wir mit einem Augenzwinkern fast zusammengebracht. Wir haben den Richard Rauch aus Österreich da, wir haben den Adrian Klonowski aus Polen, wir haben den Gregor Denk aus Slowenien, Boris Sulcic aus Kroatien, dann Lukas Mraz, das ist eigentlich ein Österreicher, aber er kocht in Berlin, den haben wir für Deutschland genommen. Wir haben natürlich ein Weinstück Steiermark mitgebracht, also die Käferbohnen und die Breinwurst, also 2 rustikale regionale Produkte, und da versuchen wir das Ganze ein bisschen modern zu verfeinern. Und das Zwischengericht darf ich dann zubereiten, da haben wir Weidehändel mitgebracht mit ein bisschen Mangold und knusprigen Hahnenkämme. Da habt ihr eine kleine Ländervermüllung, da habt ihr ein Schweinderl, das Kirschkopolski, der Sattelschwein kommt aus Slowenien und der Alde kommt von der Donau. Und den tun wir selber räuchern, so dass ein kleines Länderspiel. Das Menü war ganz nach dem Geschmack der Gäste. Diese Mischung von verschiedenen Personen, die sich bemühen, uns das Beste vom Besten zu kredenzen, ist hervorragend. Also das ist heute sicher ganz große Klasse, was da produziert wird. Also es ist ganz unterschiedliche von den Gerichten, weil natürlich da so viele Köche beieinander sind, aber wirklich spannend. Happy Birthday Bootshaus. Der Platz im Gourmet-Olymp ist mehr als verdient.